Ah, doch, hier bei mir kommen jetzt deine Dinger runter, Sandra. Okay. Also irgendwo genau hier drüber. Warte, ich Okay, stell das hier. mal Ja, irgendwie. jetzt können wir den Winkel ja eigentlich ausrechnen, ne? Ich stelle hier einfach mal ein paar Fackeln auf, dann machen wir das später mal. Ja. Winkel ausrechnen, viel Spaß da. Winkel ausrechnen, ja, sie hat wild nach oben geschossen. Ja, aber du musst ja den Winkel gesehen haben, in dem sie zurückkam. Ja, die waren jetzt zwischen dem, wo ich dir gesagt habe, schieß nach oben und hier, wo wir jetzt sind. Ja, aber ich habe dann zwischenzeitlich ja noch wild drauf losgeschossen. Ja, wie gesagt, also zwischen dem, wo ich es gesagt habe und hier. Irgendwo dazwischen über dem Gebiet ist eine Na gut, Himmelsinsel. ja. Können wir uns ja merken, zwischen dem Meteoriten und dem Fackelhaufen. Unten. Okay, also müssen wir jetzt noch 2500 Fuß laufen, bis wir beim Dungeon sind. Ja dann, auf. Ach so. Oh, lol. Na super. Mach den Weg frei. Oder meinetwegen so. Voll im Dunkeln hier. Und den Zauber habe ich auch wieder gefunden. Pilz. Ich komme hinterher getrottet. Das ist ja echt niedlich, wie die immer wieder aufeinander warten. Das kennt man so gar nicht. Ja, ist halt Teamplay. Das war bei uns eigentlich immer egal, das haben wir nie gemacht. Da Macht haben sich wir halt dann. Sorgen, ich sehe hier nichts. Nimm die Kette, dann kommst du hier hoch. Ja. Sollte mal Gamma hochstellen, glaube ich. Ich hänge sogar extra an jedem Baum, den ich sehe, eine Fackel auf. Ja, es ist auch echt dunkel. Das ist Oh, wohl ich wahr. muss hinter meinen Dingern bleiben. Hilfe, Ist da doch kommen blaue doof. Sachen hinter mir hergeschossen. Immer weiter, immer weiter. Voll cool, Sandra hat sich Zombie. gerade einfach mal ein Auge aus der Luft geholt. Direkt über mir. Ja, gern geschehen. Ich glaube, Sandra hätte Der unsere Fernkämpferin Fackel. sein sollen. Die trifft besser. Ich versuche irgendwas abzuschießen, was direkt Nein, vor ich mir ist. baller einfach nur die ganze Zeit. Ich ja auch. Aber Schön, du wenn sich bist ja der bei Mana Null Mana, ist ja regeneriert, ne? No-Go. Oh. Da Blub, sind blub, sie blub. schon. Boah, bin ich langsam geworden. Hab ihn. Aber der ist aber cool. Ich bedenke, wie scheiße unsere Tempel sonst immer waren. Ja, noch ist Nacht, sollen wir versuchen? Warum nicht? Na dann. Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Ja, vor allem hatte ich mal überhaupt gar kein Leben. Achso, das Ich. auch noch. Komm hier auf die Hände, du gehst drauf. Bleib hier drin stehen. Er hat extra Oder gefragt. Ich nicht? hatte jetzt nicht bei jedem noch aufs Leben geguckt. Sorry, Sandra. Ja, schon okay. Macht mal ohne mich. Aua, 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 aua. Ja, wir machen das ohne dich für dich. Im Dungeon ist mehr für dich als für jeden anderen von uns. Oh, jetzt Ah, muss ich das auch ist aber nett aufpassen. von euch. Du kommst hier rein. Oh, unser Tank ist tot. Marcel, lauf. Das spawnt eine Wolke hier drin. Nice, und ich bin Da jetzt war nicht noch dabei, was er dabei hat. Oh Mann, diese Potions brauchen wir. Das ist so nervig, den ganzen Weg dahin zu laufen. 6000 Fuß. Ich werde. Ja, ich wollte. Nee, Ich ich wollte habe einen eigentlich ein Bett hier Recall. aufbauen.
weil wir hier noch einige Male sterben werden. Ja. Das wäre vielleicht keine dumme Idee. Seid ihr noch nah am Haus? Ja. Kann noch einer Stoff mitbringen? Müsste in einer der Kisten sein. Ja. Stoff? Wie so aussieht wie Seide, ne? Stoff, Holz und da ist auch irgendein Holzhintergrund, müsste da sein. Oder einfach ein bisschen Holz mitbringen. Irgendwie so 1000 Holz, das dürfte reichen. Dann kann ich hier ein Haus aufbauen, in dem wir spawnen können. Also halt heißer Stoff oder Seide? Seide. Ja, Seide hab ich. Okay, und Holz, ja. Ja, Holz müsste ich eigentlich so dabei haben, aber hier ist auch noch Holz. Wir haben Skeletron besiegt. Okay. Jo. Eieiei. Ich hab noch Holz für im Inventar, wo hab ich die denn her? Keine Ahnung. Na gut, solange keiner einen vermisst. Ich wollte gerade sagen, wir hätten vielleicht doch vorher zeigen sollen, was passiert, wenn sie ohne den Boss zu töten reingehen. Aber das können die ja im Singleplayer nachgucken. Hm? Der Präsident. Wir müssen mehr Tränke herstellen. Oder überhaupt Tränke herstellen können. Ich hab noch. Was ist das Duster? Da. Marcel hortet die ganzen Tränke. Der hat wahrscheinlich noch irgendwie 20 Stück, mit denen er sich zu uns porten kann. Sind die ganzen Tränke, ist das Lustige, weißt du? Ich hab noch 24 Stück, mit denen ich mich nach Hause porten kann. 3 Stück, die ich mich zu euch porten kann. Und circa 35 kleine Tränke und 2 große. Ja. Ja, wir brauchen halt mehr davon. Ich denke mir ganz ehrlich, ich habe doch welche so viel. Wo kommen die Augen jetzt her? Unten. Ja, ich warte jetzt mal hier im Dungeon. Also war das jetzt schon der Boss oder war das jetzt nur so ein Vorgeplänkel? Das, was noch kommt. Das. Dort im Tempel dann. Den Boss musste man jetzt töten, damit man in den Dungeon darf. Mhm. Solltest du den nicht töten, kommen dir riesige leuchtende Skelettschädel entgegen, die dir mit einem Treffer mal eben 5000. 2000 oder 5000 Schaden machen, was du auf keinen Fall überleben kannst, egal wie viel Leben oder Rüstung du hast. Okay. Damit es wirklich unmöglich ist, in den Dungeon zu gehen, ohne den Boss vorher zu töten. Statt dann einfach irgendwie eine abgeschlossene Tür hinzustellen. Hm? Man hätte ja auch einfach eine Tür da vorstellen können, die man abschließt. Ja, das wäre jetzt umständlich. Guck mal, du musst erstmal jemanden anrufen, dann musst du sagen, ja, ich brauche eine Tür, und dann sagen die, ja, Lieferzeit dauert 2 Wochen, weißt du? Lieferzeit kannst du nicht machen. 2 Wochen. Ja. Ich meine, wer läuft mit diese 5000 Meter, die ihr gerade läuft, ja? Ich meine, wir alle. Ja. Wir haben einen Regenschirm auf, das ist voll unlogisch, dass eine Wolke den Schaden machen kann. Mhm, hast recht, das ist voll unlogisch, dass die Säurewolke Schaden macht. Ich meine, so ein Regenschirm. Ja, dann können sie den Schirm auch wegschmeißen. Banner, increased damage and defense from the following. Ja, Zombies halten mehr aus hier. Cool. Wo ist das? Weil da ein Banner hängt, das siehst du oben unter deinen Items. Also ich habe auch ein Skelett-Banner hingestellt, ne? Ah, super! Das da unten, Alter, das Herz, was dir folgt, ne, sieht gerade aus wie ein blutender Hintern. Ich? Nö. Ach, geil. Ja. So was mache ich doch nicht, ich bin noch netter. Dieser kleine ist ganz Motto. Los, Slime paare dich. Später. Schleim paare dich? Ja. Ich dachte, du hattest die Hochzeitsnacht schon hinter dir. Die sind ja fast bei uns. Ja, nicht mehr lange. Mehr als die Hälfte ist schon geschafft. Dann baue ich hier noch eine Hütte hin. Ich hab schon Hunger, muss ich sagen.
Du hast Hunger. Wo hast du gerade Schleim bei dir? Ja, aber der Schleim ist leider auf der anderen Seite der Tür. Toll, jetzt ist er hinter mir. Jetzt würde ich mich umdrehen. Ab war das hier wieder mit dem... Boah, was für Wege, ey, Wahnsinn. Ich könnte eigentlich, würde ich das im Singleplayer spielen, würde ich gar nicht irgendwie so weit gehen, ne? Wild durchlaufen. Ich würde mir alles angucken. Ich würde jeden Baum hacken, alles. Gesundheit. Kann ich auch möchte ich zurückhalten. Kommst du jetzt wieder hier hoch? Bei Fuß. Ja, oh, nicht mehr lang. Ui, aus jetzt. Kommst du an die Leine? Oh, oh no. Hier. Wer hat denn diese schöne Konstruktion hier gebaut? Jetzt darf ich dich auslachen, ja? Was? Gut. Lacht, der lügt. Oh, jetzt, jetzt habe ich die Nase voll. Wer lacht, jetzt hack ich wettet, mir. Jetzt mache ich mir hier meinen Durchgang. So, easy. Immerhin, es wird wieder hell. Hallo Schleimis. Hallo Fliegenfisch. Toll, red nicht da durch. Natürlich darf man über mich lachen, wenn ich irgendwo festhänge. Nein, ich würde dich da auch niemals auslachen. Ach Quatsch. Ist ja, ist, genau. Ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon hinter uns, ne? Urgurt. Urgurt? Der ist nicht hier. Ja, es war nicht schlecht. Nein. Oh, oh! Wohin des Weges? Es befreit sich. Oh, oh scheiße. Oh, Willkommen. Ja, hi. Dampf, wir sind da. Ja, ich hab hier auch bestimmt keine Steinblöcke hingesetzt, Schicker Marcel. Schon. Ja, magst du mir dann Holz, Stoff und so geben? Genau, ganz vergessen. Einmal. Spawnhaus bauen kann. Okay. Auf jeden Fall. Ich denke, das reicht, oder? Wer ist jetzt unser neues Zuhause hier? Wir übernehmen den Laden. Warte, ich hab die Seite. Ich hab das. Das. Einen Moment. Marci sieht es aus, als hätte ihm die Liebe im Stich gelassen. Sein Herz wartet vor der Tür. Wie romantisch. Oh. Oh, ja, ja. Ja. Urgott AFK, genau. Ja, was ist los? Was brauchst du? Brauchst du normales Holz oder was? Ja, hab ich, ja. Hab ich eine falsche Workbench? Hab ich keine Workbench gebaut? Doch, ich hab eine Workbench gebaut. Ja, aber? Kann kein Bett bauen. So kann ich kein Bett bauen. Vielleicht, weil es das falsche Holz ist? Nee, das geht auch mit dem Holz. Hast du noch anderes Holz? Ja, ich hol grad. Weil was anderes würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen. Also spielen. Marcel, hast du mal sowohl einen Trank für nach Hause als auch zurück zu euch? Für mich? Nee, ist alles in Ordnung? Ich komme gleich wieder. Das hast du vergessen. Bett kann man nur an der Sawmill bauen. Ja. Ah, okay. Nur hier stehen. Ja, da hat sich das ja richtig gelohnt, deinen ganzen Kram hier rüber zu tragen. Ja. Ihr musstet ja oder so oder so hier rüber, ja. Ja, wir wären viel schneller gewesen. Voll bepackt. Nimm mal eine Kiste mit, Pascal. Du weißt ja, wie viele wir finden gleich hier werden. Nimm mal eine Kiste mit. Eine Kiste? Warum? Was finden wir denn hier? Ist der Dungeon groß? Du wirst so viele Waffen finden, dass du dich kaum zurückhalten kannst. Ah, der ist... Okay, ich hab jetzt schon die halbe Tasche voll.